Schönen guten Abend zusammen und danke, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind. Wir haben alle die schrecklichen Bilder aus Afghanistan gesehen, aber ich kann Ihnen heute Gott sei Dank mitteilen, dass alle Bierpaletten rechtzeitig ausgeflogen worden sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und tschüss. Herzlich willkommen zu Extra 3. Vor 20 Jahren begann in Afghanistan der Krieg gegen den Terror. Heute steht fest, der Terror hat gewonnen. Nur ein paar Wochen haben die Taliban gebraucht, um das Land wieder vollständig unter Kontrolle zu bringen, nachdem die Amerikaner und ihre Alliierten panisch das Weite gesucht haben. Der Westen steht blamiert da und ist komplett gescheitert. Irgendwie hatten sich das alle anders vorgestellt. Es hatte niemand damit gerechnet, dass nach dem Abzug plötzlich ein Machtvakuum entstehen könnte in Afghanistan, dass die Taliban das eiskalt ausnutzen würden. Joe Biden hatte noch im Juli gesagt, but the likelihood there's going to be the Taliban overrunning everything and owning the whole country is highly unlikely. Sehr unwahrscheinlich. Leider haben die Taliban die Rede wohl nicht gesehen. Auch die Kanzlerin sagt wieder mal mit der Merkel-typischen Wurstigkeit, ja, dumm gelaufen, hat nicht geklappt mit der Demokratie in Afghanistan. Wir waren immerhin fast 20 Jahre jetzt in Afghanistan. In dieser Zeit ist es nicht gelungen. Und insofern muss man sagen, dass das keine erfolgreiche Bemühung war und dass man daraus Lehren ziehen muss. Ja. Und seine Ziele auch kleiner fassen muss, glaube ich, bei solchen Einsätzen. Vielleicht muss man sie einfach kleiner fassen. Ja, anfangs waren es ja die ganz hehren Ziele. Sie erinnern sich, die Sicherheit Deutschlands am Hindukusch verteidigen und so weiter. Inzwischen sind die Truppen weg. Was wird bleiben? Die Taliban können jetzt Mülltrennung. Nur der amerikanische Außenminister Anthony Blinken findet, dass die Mission insgesamt doch erfolgreich war. Wir sind vor 20 Jahren mit einer Mission nach Afghanistan gegangen, und zwar die zu erledigen, die uns am 11. September angegriffen haben. Wir waren erfolgreich und wir haben auch erreicht, dass sie uns nicht erneut angreifen können. Ja, weil viele von denen inzwischen an Altersschwäche gestorben sind. Auf jeden Fall war es ein Fehler, Afghanistan ohne einen klaren Plan zu verlassen und vor allem ohne den Taliban in Verhandlungen irgendwelche Zugeständnisse abzuringen. Diesen Deal hatte ja Trump vergeigt und von Biden wurde er nicht mehr hinterfragt. Und auf keinen Fall wollte Joe Biden Bilder riskieren wie die vom überstürzten Abzug der Amerikaner 1975 aus Vietnam. Ja, bloß nicht wieder solche Bilder wie in Saigon. Und immerhin, das ist gelungen. Jetzt in Kabul sahen die Evakuierungen ja ganz anders aus. Kein Vergleich. Ja, ist ja ein ganz anderer Hubschrauber. Die afghanische Armee, offiziell 300.000 Mann stark, hat sich den Taliban kampflos ergeben. Es ist mir auch ein Rätsel, wie man gut ausgerüstet, gut ausgebildet gegen diese Mopedbanden nicht in Anschlag geht. Also es scheint das Wofür zu fehlen. Wofür kämpfe ich, wofür setze ich meine Verteidigungskraft ein? Ja, viele von denen haben sich als Hilfssoldaten des Westens gefühlt, der als Besatzer eben doch nicht so beliebt war. Das hat man im Westen leider auch völlig falsch eingeschätzt. Das zeigt alles, wie wenig die alliierten Besatzer auch nach 20 Jahren das Land eigentlich verstanden haben. Sie haben nicht verstanden, wie die Armee funktioniert. Sie haben auch nicht verstanden, wie die afghanische Regierung funktioniert. Die Alliierten wollten ja, dass Afghanistan zentralistisch regiert wird. Ein fataler Fehler, so ein NATO-Kommandeur und Afghanistan-Kenner vor wenigen Wochen im ARD-Interview. Denn aus Kabul heraus wurden dann alle 34 Provinzgouverneure bestimmt. Und nicht die Bevölkerung in der Provinz A, B oder C hat ihren Gouverneur gewählt. Und in der Schlussphase jetzt, da sind wir ja fast nicht mehr hinterhergekommen mit der Strichliste, wo ist jetzt wieder gerade ein Gouverneur ausgetauscht worden. Und zwar dann einer eingesetzt wurde, einer Ethnie, die dann nicht unbedingt der war, den die Bevölkerung dort wollte. Wie gut, dass sich einer zumindest auskennt, einer zumindest weiß, wie man mit den neuen Machthabern reden muss. Und das ist natürlich unser Außenminister Heiko Maas. Wir werden keinen Cent mehr nach Afghanistan geben, wenn die Taliban dieses Land komplett übernommen haben, die Scharia einführen und dieses Land ein Kalifat wird. Nehmt das, Taliban. Keinen Cent. Ich glaube, Maas muss nur einmal mit denen reden. Dann werden die geschlossen in die SPD eintreten und auf ihren Pressekonferenzen anfangen zu gendern. Den afghanischen Ortskräften wird das nicht helfen. Mehrere tausend Menschen, die für die Bundeswehr jahrelang ins Risiko gegangen sind,
Die Übersetzer, die Ortskundigen, die Helfer werden alleine gelassen. Im Juni hatten die Grünen ja im Bundestag gefordert, diese Ortskräfte schnell und unbürokratisch nach Deutschland zu bringen, in Sicherheit zu bringen. Der Bundestag hat es sich nicht nehmen lassen, über dieses Thema eine halbe Stunde zu debattieren. In der Union war man naturgemäß sehr kritisch. Es ist eben nicht so, dass man allein aufgrund der Tätigkeit für die Bundesrepublik Deutschland, in welcher Form auch immer, automatisch Rückschlüsse auf eine lebensgefährdende Situation ziehen kann. Ja, den Sound kennt man schon. Ganz anders klang es bei der SPD. Da wird nämlich großer Wert darauf gelegt, dass diejenigen, die Verantwortung getragen haben, die sich für die Sicherheit von Soldatinnen und Soldaten und von uns allen eingesetzt werden, nicht von uns im Stich gelassen werden. Denn das wäre unanständig. So haben wir zu handeln und so tun wir es gerade. Genau, und deshalb haben Sie den Antrag der Grünen abgelehnt. Genauso wie CDU, CSU und AfD. Die FDP hat sich enthalten. Zu groß war offenbar die Sorge, dass jetzt Menschen mit ihren Familien ins Land kommen könnten. Und das im Wahlkampf, ja, da sorgt sich auch Armin Laschet. Ich glaube, dass wir jetzt nicht das Signal aussenden sollten, dass Deutschland alle, die jetzt in Not sind, quasi aufnehmen kann. Es wäre ein fatales Signal. Stattdessen will Laschet Hilfe vor Ort leisten. In Afghanistan, Hilfe vor Ort. Für diesen Plan sind neben CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak übrigens auch die Kollegen von der AfD. Und die Taliban sind auch dafür. Noch vor wenigen Wochen wollten ja Laschet und Seehofer nach Afghanistan abschieben. Ha, warum nicht? Ich meine, Teile des Kabuler Flughafens sind ja immer noch sicher. Die Union betet ihr Mantra bereits seit Wochen immer wieder herunter. 2015 darf sich nicht wiederholen. Wir haben unsere Lektion gelernt. 2015 darf sich nicht wiederholen. 2015 darf sich nicht wiederholen. 2015, als Angela Merkel in einem spontanen Anfall von Humanität und christlicher Nächstenliebe den Satz sagte, wir schaffen das. Ihr möglicher Nachfolger sagt 6 Jahre später, ihr schafft das schon. Sie haben ihre Lektion gelernt, in der Tat. Oliver Kalkofe steht für uns in Berlin vor dem Kanzleramt. Oliver, kannst du denn sagen, wie die nächsten Schritte der Bundesregierung aussehen werden? Oliver, hörst du uns? Hallo? Wenn du uns hörst, bitte, du bist auf Sendung. Ehrlich? Ja, also meinen Informationen nach läuft die Sendung noch gar nicht. Ich würde das gerne erstmal ganz genau überprüfen lassen, bevor ich wirklich anfange. Also ich melde mich da nochmal, wenn sie vorbei ist, okay? Ja, Mensch, sorry, aber so ist das halt, wenn man hier vor dem Regierungssitz steht. Da liegt einfach Lethargie in der Luft, da packt einen einfach ganz automatisch dieser unbändige Drang, aktiv gar nichts zu tun. In der Medizin übrigens bekannt als das deutsche Kanzleramtskrisenkoma. Da gilt nicht die 3G, sondern ganz klar die 3V-Regel. Verzögern, verpennen, vergeigen. Ja, Oliver, aber die Bundesregierung hat ja inzwischen sogar selbst zugegeben, dass man die Lage in Afghanistan falsch eingeschätzt hat. Hat aber auch gesagt, dass jetzt erstmal die Priorität sei, schnelle Hilfe zu leisten und nicht etwa die Verantwortlichen zu suchen. Ja, Fun Fact, das wird auch später keine Priorität mehr sein. Ja, und beim nächsten Skandal ist ja eh alles vergessen, ne? Was der Erfahrung nach auch nicht so lange dauern dürfte. Da haben die ja gerade einen echten Run. Wäre Scheiße bauen, eine olympische Disziplin, hätten wir das Gold schubkarrenweise nach Hause bringen können. Der Fuck-up der deutschen Afghanistan-Shitshow toppt allerdings alle BERs, Elfis und Stuttgarts 21 zusammen. Über 12,5 Milliarden hat das den Steuerzahler gekostet. Dazu noch 20 Jahre harte Arbeit von ungefähr 150.000 deutschen Soldaten und Soldatinnen am Hindukusch, von denen 59 nie zurückkamen. Nur wofür? Und als Dank wurden die Leute, die der Bundeswehr jahrelang geholfen haben, von der deutschen Regierung jetzt einfach ignoriert und eiskalt hängen gelassen. Ja, so macht man das bei uns, ne? Eine Packung Merci und ein Tritt in den Arsch. Ja, das ist so, als ob du als Reiseveranstalter den Ertrinkenden auf der Titanic zurufst. Ja, sorry, aber Rettung hattet ihr nicht gebucht. Die Krise in Kabul ist aber kein plötzlich auftauchender Eisberg. Das war allen lange klar, dass die
kommen würde. Und die Kräfte vor Ort haben auch die ganze Zeit massiv davor gewarnt und um Hilfe bei der Ausreise gebeten. Aber das wollte man im Bundesinnenministerium einfach nicht hören, ne? Weil man natürlich keinen Bock hatte, hier so kurz vor der Wahl nochmal dieses unsexy Asylthema am Hacken zu haben. Schließlich hat der gemeine Unionswähler mehr Schiss vor neuen Flüchtlingen als die vor den Taliban. Auf jeden Fall sind die Hosen von Meinungswackeldackel Laschet inzwischen schon deutlich voller als die Militärmaschinen, die unsere Verbündeten aus Kabul rausholen sollen. Allerdings, eine gute Nachricht gibt's. Mehr als 20.000 Liter Bier konnten schon vor ein paar Wochen rechtzeitig evakuiert werden. Ja, und das bringt sogar Wählerstimmen aus Bayern. Das sieht allerdings nicht nach einer echten Strategie aus und wirft kein gutes Licht auf das generelle Krisenmanagement der Bundesregierung, oder? Naja, also sagen wir es mal so. Wenn die deutsche Regierung schnelle Soforthilfe verspricht, dann geschieht das mit der Geschwindigkeit einer sehr alten Galapagos-Schildkröte mit 4 gebrochenen Beinen. Und wenn im Kanzleramt mal was qualmt, dann sind das weder Reifen noch Gehirne, sondern höchstens die Gewinde vom Däumchen drehen. Die einen nennen sowas unterlassene Hilfeleistung, die anderen Regierungserfahrung. Danke, Oliver Kalkofe. Afghanistan stand schon immer im Zentrum des weltpolitischen Interesses. Nur für eins haben sich die Mächte, die dort ihre Kriege geführt haben, leider nie interessiert: für Afghanistan. Die aktuelle Niederlage gegen diese Taliban-Barbaren ist ja nur der vorläufige, traurige Endpunkt einer langen Geschichte. Haben Sie Lust auf eine kleine Dia-Show? Nein? Egal, machen wir trotzdem. Wird auch interessant, ich verspreche es Ihnen. Bei Ländern ist es ja wie bei Wohnungen. Es zählt Lage, Lage, Lage. Und da muss man sagen, hat Afghanistan einfach mal Pech, denn es liegt zwischen den Fronten Iran, Pakistan, China und im Norden die ehemalige Sowjetunion, eine Gegend, wo immer viele Interessen aufeinander geprallt sind. Eine Art Brennpunktviertel der Erde. Wenn die Afghanen in Grönland gesiedelt hätten, hätten die viel weniger Probleme gehabt. 1979 marschierte ja die Sowjetunion in Afghanistan ein und besetzte das Land. Das gefiel den Amerikanern überhaupt nicht. Sie wollten die Sowjetunion dort bekämpfen. Also nicht sie selbst, weil sie in Vietnam gemerkt hatten, Krieg macht irgendwie mehr Spaß, wenn andere sterben und nicht die eigenen Leute. Und deshalb sagte US-Präsident Jimmy Carter, was die Russen da machen, das geht ja mal gar nicht. Wir schreiben Stellen aus für Typen, die für uns gegen die Russen kämpfen. Und darauf meldeten sich hier diese Herren, das sind keine Hipster, sondern die Mujahedin, radikale Muslime und Stilikonen der späteren Taliban. Die wollten den Job machen und sagten, wir kämpfen übrigens auch gegen Frauenrechte und wollen alle verschleiern. Und Carter sagte, nö, das finden wir eigentlich nicht so dufte. Und die Mujahedin sagten, wir kämpfen auch gegen Demokratie. Und Carter sagte, nö, das finden wir in Amerika eigentlich auch nicht so dufte. Und die Mujahedin sagten, wir kämpfen auch gegen die Russen. Und Carter sagte, okay Leute, vergesst die Frauenrechte und die Demokratie, ihr seid unsere Leute. Und ab diesem Tag haben die USA die radikal-islamischen Mujahedin mit Waffen und sehr viel Geld versorgt. Man kann sagen, sie haben die Gotteskrieger aufgerüstet, sich quasi selbst die Bananenschale hingelegt, auf der sie dann später ausgerutscht sind. Irgendwann kam dann Gorbatschow, der hatte keine Lust mehr auf dauernden Konflikt und wollte sich mit den sowjetischen Streitkräften 1989 aus zwei Ländern zurückziehen, nämlich aus Afghanistan und aus der DDR. In der DDR führte das zu Wolfgang Lippert bei Wetten, dass, in Afghanistan aber zu einem blutigen Bürgerkrieg. Und nach diesem Bürgerkrieg begannen ab 1994 die Taliban das Land einzunehmen. Außerdem wurde Afghanistan in dieser Zeit zum Hotspot für islamistische Terroristen, sodass Osama bin Laden von dort aus dann die Anschläge auf die Twin Towers planen konnte. Nach den Anschlägen fragte George W. Bush, inzwischen Präsident, seine Sicherheitsleute, fuck, wo ist das geplant worden? Und die Sicherheitsleute sagten, ja, in Afghanistan, bei den Taliban. Und Bush fragte, aha, Taliban, kennen wir die? Und seine Leute sagten, klar, die kennen wir gut, wir haben von denen die Kontonummern, wir haben denen doch lange Unterhalt überwiesen, per Dauerauftrag. Und dann sagte Bush, okay, die sind schuld, wir bomben dieses Land in die Steinzeit zurück. Wobei die Steinzeit für die Taliban kulturell ein Schritt nach vorn gewesen wäre. So begann der Krieg gegen die Taliban, die sehr schnell von der Macht vertrieben waren. Und die USA versuchten dann mit der NATO und auch mit Deutschland in Afghanistan eine Demokratie zu installieren.
Man ging davon aus, dass das kein Problem sein würde, denn die ganze Welt hat ja bekanntlich Bock auf den amerikanischen Lebensstil. Der Einsatz in Afghanistan kostete die USA über 2 Billionen Dollar und 90.000 afghanische Zivilisten das Leben. Außerdem ließ Bush in Guantanamo Taliban-Kämpfer ohne Prozesse foltern, um sie vom Wert der Menschenrechte zu überzeugen. Nach Bush kam dann Barack Obama. Der war, das wissen alle, eine coole Sau und stand immer für das Gute. Der interessierte sich nicht so richtig für Afghanistan, wusste auch mit dem ganzen Einsatz nicht viel anzufangen. Er merkte aber schon, dass die vielen toten US-Soldaten bei seinen Wählerinnen und Wählern nicht so gut ankamen, weshalb er den Drohnenkrieg erheblich verstärkte. Also den Krieg, bei dem die Waffen per Joystick gesteuert werden und bei dem viele unschuldige Menschen ums Leben kamen. Dafür bekam Barack Obama den Friedensnobelpreis. Nein, nicht dafür, sondern wofür? Na, dafür, dass er so eine coole Sau ist und immer für das Gute steht. Die Taliban waren natürlich sehr geschwächt. Viele Anführer waren in Haft und überlegten, was können wir machen? Wir müssen doch hier wieder die Leute frei bekommen. Unsere Anführer sollen wieder frei sein. Und andere Taliban sagten, ja, wär super, aber wer von den Amis ist denn bitte so doof, die freizulassen? An dieser Stelle kommt Donald Trump ins Spiel. Der hat gesagt, pass auf, liebe Taliban, wir ziehen ab und ihr versprecht uns in die Hand, dass ihr ganz demokratisch, nett und lieb seid. Afghanistan braucht demokratisch denkende Köpfe. Und die Taliban sagten bei den Verhandlungen in Doha, versprochen, Blödi, wir machen nur noch Makramee und Yoga-Übungen. Die verschleierte Dame und die herabfallende Hand, die können wir schon. Und die demokratisch denkenden Köpfe, die schicken wir dir mit der Post zu. Das reichte Trump, er ließ hunderte gefährliche Taliban frei und gab den Auftrag zum Truppenabzug. Joe Biden beließ es dabei, weil es auch ihm innenpolitisch entgegenkam. Jetzt sind also wieder die Taliban an der Macht in Afghanistan. Und das ist neu. Sie versuchen, sich einen friedlichen Anstrich zu geben. Alle sollen wieder in ihre Büros gehen. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben im islamischen Emirat Afghanistan, erklärt dieser Taliban. Niemand müsse die Mudschahedin fürchten. Hört, hört, sie sind nicht mehr blutrünstig und fundamentalistisch. Inzwischen sind das richtige Hippies geworden. Friedliche Taliban, ich weiß, es klingt so irre und unglaubwürdig wie Viktor Orban mit eigenem Wagen beim CSD. Und genau das ist es auch. Linda Luft und Dennis Gaub mit dem Song der Woche. Die Zottelbärte Taliban sind zurück nach 20 Jahren und in ganz Afghanistan fängt wieder die Steinzeit an. Mulla, 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 la, Mulla, 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 la. Vor kurzem waren sie hier noch frei, für Frauen ist das wohl vorbei. Hey, ihr starken Terrorfürsten, ihr seid doch nur arme Würstchen, denn vor jeder starken Frau habt ihr Trottel Angst wie Sau. Mulla, Mulla, los, Marsch, Marsch, dazu ein Mofa unterm Arsch. Sie wollen doch nur den Gottesstaat und tun jetzt harmlos moderat. Afghanistan soll ein unabhängiges, geeintes Land sein, in dem alle Stämme ohne Diskriminierung leben können, in Liebe und Brüderlichkeit. Du und deine Folterknechte scheiß doch voll auf Menschenrechte. Doch jetzt kommt der Heiko Maas und er versteht überhaupt keinen Spaß. Mit Blick auf die Zukunft setzen wir darauf, dass die Taliban verstanden haben, dass die Konflikte in Afghanistan politisch gelöst werden müssen. Mulla, 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 la, Mulla, 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 la. Hey, spitzt du? Hey, du Steinzeit-Terrorist, ist besser, wenn du dich verpisst. Kommen wir nun zum Klimaschutz. Der Witz beim Klimaschutz ist ja eigentlich, dass man das Klima gar nicht schützen muss. Das Klima kommt eigentlich ganz gut alleine zurecht, aber wir nicht ohne Klima. Also eigentlich geht es um Menschenschutz. Und wenn man so sieht, was wir gerade machen, dann tun wir eigentlich alles dafür, das Klima zu schützen vor den Menschen. Zurzeit überbieten sich ja alle mit ihren Forderungen nach mehr Tempo bei der CO2-Reduktion. Armin Laschet will mehr Tempo, Olaf Scholz will auch mehr Tempo, Christian Lindner will auch mehr Tempo, aber alle sagen auch, es soll nicht früher aus der Kohle ausgestiegen werden in Deutschland als geplant, nämlich erst 2038. Das heißt, Union, SPD und FDP wollen mehr Tempo, aber bei gleichbleibender Geschwindigkeit. Es gibt nur einen Politiker in der Union, der einen schnelleren Kohleausstieg will, Markus Söder. Bei allen Ausgleichsmaßnahmen, ich halte 2038 an der Stelle nicht nur für unambitioniert, sondern auch für marktwirtschaftlich sinnlos. Ja gut, er kann das leicht sagen, denn in Bayern gibt es keine Kohle.
Das ist so mutig, als würde man sich in Schleswig-Holstein hinstellen und sagen, wir müssen viel schneller raus aus der Weißwurst. Ja, verabschieden wir uns von der Weißwurst. Söder nennt den Kohleausstieg 2038 unambitioniert, weil er damit natürlich auch der politischen Konkurrenz schön einen mitgeben kann. Also unambitioniert. Olaf Scholz zum Beispiel auf jeden Fall nicht sehr ambitioniert. Unambitioniert ist, glaube ich, sein zweiter Vorname. Scholz hat auch einen früheren Kohleausstieg gerade noch mal explizit ausgeschlossen. Ich vermute, seine Logik dahinter ist folgende. Scholz denkt sich, je schneller wir die Kohle verbrannt haben, umso schneller können wir auf Erneuerbare umsteigen. Ja? Und auch Armin Laschet träumt zwar von Deutschland als klimaneutralem Industrieland, wie er jetzt immer verkündet, macht dafür aber am liebsten nichts. Ja? Und Laschet behauptet ja auch, er sei damit genau auf einer Linie mit den Umweltverbänden. Das ja hat er im Sommerinterview erzählt. Wir haben eine Kohlekommission gehabt mit Wissenschaftlern, mit Greenpeace, mit dem BUND, mit Professor Schellenhuber, einer der renommiertesten Klimaforscher. Und die haben das Datum 2038 vorgeschlagen. Die haben das vorgeschlagen? Das klingt nicht ganz glaubwürdig und ist auch schlicht falsch. Denn laut Abschlussbericht der Kohlekommission halten die von Laschet angesprochenen Umweltverbände fest, dass weder das anvisierte Ausstiegsdatum 2038 noch der unkonkrete Pfad bis 2030 ausreichend sind. Entweder weiß Armin Laschet nicht, wie die Faktenlage ist. Er hätte es nachlesen können im Endbericht der Kohlekommission. Oder er betreibt hier bewusst Desinformation. Oder, dritte Möglichkeit, Laschet hat gedacht, der Abschlussbericht ist eine Semesterarbeit an seiner Uni und hat ihn einfach ungelesen bewertet. Immer noch werden für Kohle Dörfer weggebaggert, also für eine sinnlose und überkommene Energie. Warum? Die Bundesregierung kann das erklären. Herr Krause und der fleißige Bagger. Ein Informationsfilm Ihrer Bundesregierung. Danke, Omi. Es ist immer so schön bei Omi im Rheinland. Ja, und die heimischen Sehenswürdigkeiten erst. Komm mal rauf, Clara. Romantisch, der Eiffelturm. Naja, fast. Das ist der Braunkohlebagger von Garzweiler 2. 96 Meter hoch. Nichts gegen euren Turm, Frankreich. Aber kann er auch durch die Gegend fahren und sie ausbaggern? Unser fleißiger Bagger hingegen 200 Tonnen Braunkohle pro Tag. Und wieso baggert er so viel aus? Um daraus Strom zu machen. Darin sind wir in Deutschland sogar Weltmeister. Andere Länder haben zwar mehr Braunkohlereserven und Ressourcen, aber keiner verbraucht sie so gut wie wir. Ja, Weltmeister! Sind Braunkohlekraftwerke denn gut fürs Klima, Fati? Naja, einige reden immer nur von der schlechten CO2-Bilanz, aber das ist ein klassischer Denkfehler, Clara. Schau mal, mit Hilfe von Braunkohle wird es auf der Erde immer wärmer. Das sorgt auch für mehr Orkane und Wirbelstürme. Ein Fest für jedes Windkraftwerk, klimafreundliche Energie. Dank Braunkohle. Boah, du erklärst Sachen immer so, dass man sie richtig gut versteht. Aber warum investiert die Bundesregierung nicht gleich mehr in erneuerbare Energien? Aber Clara, vom Zusammenhang zwischen CO2 und Klimawandel weiß die Bundesregierung noch nicht so lange. Hab mir sogar den Tag im Kalender notiert. Also, soweit ich weiß. Außerdem, wenn wir jetzt plötzlich überhastet mit Braunkohle aufhören, dann müssen tausende Arbeiter umgeschult werden. Viel zu teuer. Dieses Geld braucht die Regierung für andere Sachen. Für Bildung? Nein, zum Beispiel für die indirekte Subventionierung von Braunkohle. Jetzt habe ich es kapiert, Vati. Aber werden nicht bald alle Braunkohlekraftwerke abgestellt? Ja, ganz bald. 2038 erst? Ja, dann kann ich den Bagger ja auch noch von Omas Dorf aus sehen, wenn ich erwachsen bin. Den Bagger schon, Omas Dorf nicht. Oma wird jetzt umgesiedelt und ihr 1000 Jahre altes Dorf platt gemacht. Und ein paar andere Dörfer auch. Und die Kulturlandschaft Niederrheinische Bucht. Schließlich möchte der Bagger hier schaufeln. Ach so, sitzen wir deshalb auf einem Umzugswagen? Ich bagger viel und fleißig bis 2038. Sag tschüss zu deinem Zuhause, kleine Oma Krause. Gut gesungen, aber schade. Sei nicht traurig, Clara. Ist doch nur ein Dorf in NRW. Was hier jetzt nicht platt gemacht wird, das erwischt doch eh die nächste Flut. Hast recht, Vati. Übrigens, diese komischen Regenschauer. Dagegen sollte die Bundesregierung mal was machen. Kein Problem, Vati. Die Bundesregierung packt's an. Also ab 2038. Ein Film von John Fricke.
Corona hat vieles verändert. Durch das Homeoffice waren ja viel mehr Väter zu Hause und hatten zu Hause die Möglichkeit, sich auch mal stärker zu engagieren. Dann hat die Mutter schon mal gesagt, kannst du heute mal die Kinder aus der Kita abholen? Und der Vater gesagt, klar. Sag mir noch mal kurz, wie viele Kinder haben wir noch mal? Tatsächlich sprechen ja die Zahlen dafür, dass Corona vor allem dafür gesorgt hat, dass die traditionellen Rollen zementiert wurden. Corona verschärft, was vorher schon war. Um die Kinder zu betreuen, haben fast doppelt so viele Frauen ihre Arbeitszeit reduziert wie Männer. Ja, die Mutterrolle. Und da kommt man dann bekanntlich so schnell nicht wieder heraus. Es wird wohl lange dauern, bis Frauen in ihren Jobs wieder so präsent sind wie vor Corona. Wir werden uns in ein, zwei Jahren fragen, wo bitte sind denn all die weiblichen Führungskräfte? Und dann wird uns einfallen, ach ja, stimmt, die sind ja zum Teil noch im Homeoffice oder die sind aus der ganzen Karriereschiene ausgestiegen. Die haben nämlich in der Zeit mit den Kindern zu Hause geknetet und den Männern den Rücken freigehalten. Ja, weil Frauen in ihren Jobs oft immer noch weniger verdienen, sind sie dann häufig auch diejenigen, die in Krisenzeiten als erstes kürzer treten. Sind wir also immer noch nicht viel weiter als in den 70er Jahren, ja, als man schon mal solche Kommentare hören konnte? Finden Sie nicht, dass es eine Zumutung ist, dass die Frauen 15 Jahre zu Hause bleiben sollen? Unter gewissen Aspekten ja, stimmt, ist eine Zumutung. Nur, bitte, wer soll es anders machen? Ja, so klang das damals. Es gab aber, das wollen wir nicht verschweigen, auch damals schon aufgeklärte, moderne Männer, nämlich solche. Ich bin nicht davon abhängig, dass mir also der Tisch gedeckt wird oder dass mir... Aber er wird Ihnen gedeckt. Er wird mir gedeckt, aber Entschuldigung, ich würde genauso, das habe ich schon öfter getan, auch wenn, oder ich meine, ich würde es auch öfter tun, wenn es notwendig wäre, irgendwo hier in der Nähe essen zu gehen, wenn ich mittags nicht den gedeckten Tisch haben kann. Eben, Männer können nämlich auch anders. Sie können auch essen gehen. Sind wir tatsächlich immer noch der Meinung, Care-Arbeit sei Frauensache? Der Meinung sind wir nicht mehr, denke ich. Ja? Und trotzdem machen Frauen mehr Sorgearbeit. Was zum allergrößten Teil eben immer noch an den Müttern hängen bleibt, das ist auf jeden Fall ja, das kleine Zwischendurch, die vielen kleinen Tätigkeiten, die auf einer gemeinsamen To-Do-Liste womöglich gar nicht auftauchen. Also die Tätigkeiten, bei denen die Mütter die Väter bewusst auffordern müssen, sie zu erledigen. Ne? To-Do. Weil Väter die sonst gar nicht auf dem Schirm haben. Und es ist ja so, wenn Mama und Papa beide 50% machen, sich die Arbeit teilen. Aber Mama, Papa immer sagen muss, welche 50% er machen soll, dann macht sie letztlich mehr als 50%. Es geht um diese ganzen alltäglichen Dinge. Überlegen Sie mal, wie das bei Ihnen zu Hause aufgeteilt ist. Kühlschrank auffüllen, Kinderzimmer aufräumen, den Kindern Kleidung kaufen, mit den Kindern zum Arzt gehen, Geschenke für Geburtstage organisieren, Fenster reinigen, Koffer für den Urlaub packen, Babysitter anrufen, Tisch abwischen und so weiter. Und vor allem im Kopf haben, dass diese Tätigkeiten erledigt werden müssen. Dafür gibt es einen Fachbegriff. Mental Load. Die mentale Last, die Gefühlsarbeit und Familienorganisation auslösen, liegt dabei immer noch oft in den Händen vieler Frauen. Mental Load bedeutet, der Vater denkt, dass die Mutter ja schon dran denkt. Und auch wenn beide arbeiten, wenn beide berufstätig sind, ja, dann sind das eben genau die Jobs, die an den Frauen hängen bleiben. Diese Sachen im Haushalt, die auch nicht wahrgenommen werden, die vor allem auch nicht vergütet werden. Aber das muss nicht so sein. Sie sind eine Frau und müssen neben Ihrem Vollzeitjob zu Hause auch noch als Therapeutin, Putzkraft, Kindergärtnerin und Eventmanagerin schuften? Und zwar ohne Bezahlung, während er sich um sich selbst kümmert? Damit ist jetzt Schluss. Mit CareTrack können Sie Ihrem Mann jetzt fair und transparent eine Rechnung stellen. Endlich echtes Geld für Ihre Arbeit, statt einen billigen Strauß zum Muttertag. Einfach Tätigkeit und Zeit eingeben und CareTrack erledigt den Rest. Die CareTrack-KI ermittelt den Stundenlohn Ihrer Gratisarbeit, indem sie Ihre Tätigkeit mit den entsprechenden Durchschnittslöhnen aus dem Dienstleistungssektor vergleicht. Ob Kindergärtnerin, Reinigungskraft, Eventmanagerin oder Therapeutin. CareTrack ermittelt aus dem durchschnittlichen Stundenlohn von angestellten Care-Arbeiterinnen den Wert Ihrer Arbeit und schickt Ihrem Mann vollautomatisch eine Rechnung, inklusive Mehrwertsteuer. Und das Beste dabei, sollte Ihr Mann die Rechnung nicht innerhalb von 14 Tagen bedienen, schicken wir ihm direkt unsere Kollegen von St. Petersburg in Kassow vorbei. Nie mehr umsonst arbeiten mit CareTrack. Danke ans Browserballett. Die etwas andere Meinung zum Thema Familie und Care-Arbeit konnte man diese Woche im Spiegel finden. Papa kann das schon alleine.
Ja, er schafft es bloß nie, weil Mama, also seine Frau, ihm schon alle Arbeit weggenommen hat. Haushalt gemacht, Kinder im Bett, Kuchen verziert, Protokoll für das Elternratstreffen geschrieben und so weiter. Total gemein. Dass Männer sich in der Familie oft nicht so einbringen, das liegt an den Frauen, die nicht loslassen können, meint der Spiegel. Also die Frauen, die ihre Männer auch immer zu benoten, bewerten und korrigieren. Diese Mütter reißen diese ganze Care-Arbeit an sich und den Vätern bleibt nur übrig, sich irgendwo als DAX-Vorstand zu prostituieren. Und ist es nicht so, dass Väter die Care-Arbeit nicht nur besser, sondern auch viel schneller erledigen? Überlegen Sie mal, Mütter brauchen für eine Elternzeit oft ein Jahr, Väter hingegen nur einen Monat. Aber ich verstehe das richtig, mal ganz im Ernst. In einer Zeit, in der überall betont wird, dass Frauen alles managen müssen, in einer Zeit, in der es als empowering verstanden wird, wenn in Krimiserien die Ermittlerin im siebten Monat noch auf Verfolgungsjagden durch die Gegend rennt, in der Mutterschutz als Fortbildung auf dem LinkedIn-Profil auftauchen muss, in einer Zeit, in der erwartet wird, dass Frauen immer alles managen, da ist es dann der Fehler der Frau, wenn sie versucht, was zu managen? Was soll das denn? Ist das immer noch, weil Eva damals von diesem Apfel genascht hat? Ich weiß es nicht. Ich will hier gar nicht die Männer schlecht machen. Ich kenne sehr engagierte Väter und Hausmänner, teilweise sogar bei mir im Haushalt. Die beschweren sich aber nicht darüber, dass sie nicht mithelfen dürfen im Haushalt. Ja? Die sind das nicht. Die, die sich beschweren, sind eher die, die aus dem Homeoffice Ruhe brüllen, wenn die Kinder mal laut sind. Und ganz bestimmt ist es so, das kann ich wirklich bestätigen, dass Männer immer noch viel mehr Applaus kriegen für das, was sie da machen. Hier ein kleines Beispiel. Seine Frau geht gleich zum ersten Mal nach 4 Jahren Babypause arbeiten. Es ist Boris Feuertaufe für den Job als Superpapa. Der Job als Superpapa. Er ist nicht nur Papa, er ist Superpapa. Gleich kommt Frank-Walter Steinmeier und verleiht ihm dafür das Bundesverdienstkreuz. Also ein Papa, der sich kümmert, ist ein Superpapa. Eine Mama, die sich kümmert, ist eine Mama. Genauso wie ein Vater mit Kindern ja auch Familienvater heißt und eine Mutter mit Kindern Mutter. Unsere Reporterin Katja Kremmel findet aber, die Väter haben in diesen Zeiten tatsächlich mal eine Ehrenrettung verdient. Sie sind besser als ihr Ruf, sie nehmen teil am Familienleben, sie sind engagiert und sie kennen sich aus. Na, mal sehen. Wenn die Schule losgeht, muss so vieles organisiert werden. Und angeblich machen das in Deutschland nur die Mütter. Und angeblich wissen die Mütter viel mehr über ihre Kinder als die Väter. Aber das stimmt doch gar nicht. Wir machen jetzt ein Quiz, was weiß Papi? Das sind Ihre Kinder? Ja. Und haben Sie ein gutes Verhältnis? Ja, sonst hätte ich sie nicht dabei. Welche Augenfarbe haben Ihre Kinder? Oh, das weiß ich nicht. Da muss ich gucken. Wie heißt seine Klassenlehrerin? Frau... Der Name liegt mir auf der Zunge. Nee, fällt mir jetzt nicht ein. Frau Körner. Und was ist Ihr Lieblingsfach in der Schule? Meins? Nee, von Ihrer Tochter. Oh. Lieblingsfach? Biologie? Sport? Sind das überhaupt Ihre Kinder? Sind Sie sicher? Ich bin sicher, ja. Ihr Lieblingsfach von dem Großen in der Schule? Jetzt macht er gerne Mathe. Stimmt das? Sport und Rallye. Eieiei, das erinnert mich an einen alten russischen Witz. Sagt der Vater zum Sohn, bin ich dir ein guter Vater, Sergej? Papa, ich heiße Ivan. Was haben Sie für Klamottengröße, die Kinder? Oh. Etwas kleiner, etwas größer. 128, 164. Über 140. 156. Das habe ich recht gehabt. Und Schuhgröße? Keine Ahnung. 33, 28. Vor einem halben Jahr war es noch eine ganz andere Schuhgröße. Lohnt sich überhaupt nicht zu merken. Nein. Und wie heißt der Zahnarzt? Der Name fällt mir gerade ein. Weißt du nochmal, die Frau? Die Frau Böttcher. Wie heißt der neue Kinderarzt? Die Frau Dr. Radatz. Ah ja. Wissen Sie auch, wer sein Lieblingsspieler ist? Ronaldo, denke ich. Stimmt das? Nee, eigentlich Messi. Und wie heißt dein bester Freund? Karl. Tom. Mensch, Väter, ich wollte doch eure Ehre retten. Und was macht ihr? Ihr seid wie die Väter in Russland. Wenn der Sohn nach 2 Wochen Urlaub nach Hause kommt, sagt die Mutter, oh, endlich bist du da. Und der Vater, ah, du warst weg. Ein Film von Martina Hauschild. Und als müssten die Frauen nicht schon genug kämpfen,
kommen noch weitere Nachteile hinzu. Viele Produkte des täglichen Lebens sind für Frauen teurer als für Männer. Schon lange warnen Verbraucherschützer vor der sogenannten Pink Tax, aber offenbar vergeblich. Noch immer zahlen Frauen bei Drogerieprodukten etwa einen oft weit höheren Preis als Männer, zum Teil sogar mehr als doppelt so viel. Klar, wenn Frauen schon nur die Hälfte verdienen, können sie wenigstens das Doppelte zahlen. Und für Menstruationsprodukte haben Frauen bis vor anderthalb Jahren sogar noch den normalen Mehrwertsteuersatz gezahlt. Offenbar galt ein Tampon lange Zeit als Luxusprodukt. Guck mal hier, komm von Herzen. War auch ganz schön teuer. Trüffel hingegen, ja, gelten nicht als Luxus. Immer schon 7% für Trüffel. Erst 2019 hat der Bundestag nach einer Petition die Mehrwertsteuer für Tampons gesenkt. Aber es sind längst noch nicht alle Ungerechtigkeiten beseitigt. Es gibt sogar ungerechte Toiletten. Daniel Sprenger weiß mehr. Im Braunschweiger Partyviertel gab es lange Zeit ein Problem mit Männern. Und dem, was aus ihnen rauskommt. Kein Hinterhof war vor ihnen sicher und kein Blumentopf. Da standen Olivenbäume. Wir wissen nicht, ob der letzte Frost sie im letzten Lockdown runtergeschafft hat oder ob es dann auch die Wildpinkler waren, weil sie wirklich überall reinpinkeln. Was eben ärgerlich war, war immer morgens, wenn sie denn in ihren Laden aufmachen wollten, dann hat da einer vorgepinkelt. Manchmal läuft sie dann auch unter der Tür durch. Eher unschön. Um das Problem einzudämmen, hat die Stadt in der Südstraße dieses stille Örtchen aufgestellt, über das nun laut diskutiert wird. Seit Installation und Eröffnung der Toilette haben wir unzählige Medienberichte gehabt und viel Aufmerksamkeit geerntet über die Stadt hinaus. Und ich würde sagen, aktuell sind wir Norddeutschlands bekannteste öffentliche Toilettenanlage. Das liegt nicht daran, dass nur edelste Hölzer und schönster Stahl verbaut wurden in dem rund 270.000 Euro teuren Modell, sondern daran, dass Männer im Pissoir kostenlos pinkeln, während Frauen auch fürs kleine Geschäft 20 Cent bezahlen müssen. Mit Gleichberechtigung hat das natürlich nichts zu tun. Gerecht ist das natürlich nicht, wenn man da nur für Männer was Kostenloses macht. Ne? Warum sollen Frauen bezahlen und die Männer nicht? Die Stadt erklärt die Gründe für den Gender Pay Gap. Dass die separaten Urinale kostenfrei sind, dient dem Zweck, das Urinieren in der Öffentlichkeit zu verhindern. Also ist es so, dass Herren dafür, dass sie viel wild pinkeln, dafür belohnt werden, wenn man das so ausdrücken möchte, dafür belohnt werden mit einer kostenfreien Toilette. Das fühlt sich auf jeden Fall unheimlich ungerecht an, ja. Schweinisch wird belohnt, könnte man sagen. Ich finde nicht, dass man einen Mann dafür belohnen muss, dass er es schafft, nicht in die Ecke zu pinkeln, grundsätzlich. Die Stadt reagiert jetzt auf die Kritik und möchte mehr Gleichberechtigung beim Pinkeln herstellen. Nicht, indem sie auf die 20 Cent fürs Sitzpinkeln verzichtet, sondern mit einem Unisex-Urinal wie diesem. Frauen können dann auch kostenfrei wie die Männer im Stehen pinkeln. Das Urinal ist so konstruiert, dass es länglich nach vorne geht. Und dann haben sie nicht mehr das Problem, dass sie auch treffen als Frau. Hier wird also demnächst noch einmal umgebaut. Aber auch nur hier. An den anderen 8 baugleichen Toiletten in Braunschweig bleibt alles so, wie es ist. Da müssen sich die Frauen schon was anderes einfallen lassen. Wenn Frauen ebenso wild pinkeln würden wie die Herren, das könnte natürlich dazu führen, dass die linke Toilette auch kostenfrei nutzbar wäre. Und das wäre dann wirklich komplette Gleichberechtigung. Corona hat viel Schaden angerichtet, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch psychisch. Immer mehr Menschen suchen nach psychologischer Beratung. 2020 meldeten sich im Vergleich zum Vorjahr bundesweit 5% mehr Anrufer bei der Telefonseelsorge. Beim Chat lag die Zunahme bei 70%. Vor allem junge Leute haben das genutzt. Klar, Kinder und Eltern haben ein Jahr lang aufeinander gehockt und fast alle Kinder sagen auf die Frage, welche Probleme sie in der Corona-Zeit hatten, 2, Mama und Papa. Psychische Erkrankungen nehmen ohnehin zu in unserer Gesellschaft und wir reden ja nicht von Befindlichkeitsstörungen nach dem Motto, ach, mir geht's heute mal nicht so gut. Wir reden von Krankheiten und um das mal in harten Zahlen auszudrücken, 20% aller beruflichen Fehltage gehen auf das Konto von psychischen Erkrankungen. So mancher Arbeitgeber, der diese Zahl hört, braucht jetzt auch wieder psychologische Unterstützung. Und es kommt noch übler. Immer mehr Menschen nehmen Psychotherapie in Anspruch. Die Zahl hat sich in den letzten 9 Jahren verdoppelt. Noch mehr Menschen würden gerne eine Psychotherapie in Anspruch nehmen, finden aber keine Therapeutinnen und keinen Therapeuten, weil die völlig ausgebucht sind.
Pfiffige Zeitgenossen nennen ja Psychotherapeuten gern scherzhaft Seelenklempner. Wahrscheinlich, so erkläre ich mir das inzwischen, weil man so lange auf einen Termin warten muss, bis einem das Wasser schon bis zum Hals steht. Eine Umfrage der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung ergab, nur die wenigsten erhalten einen Behandlungsplatz innerhalb von 3 Monaten. Durchschnittlich dauert es ein halbes Jahr und mehr als ein Drittel der Betroffenen wartet sogar noch länger. Länger als ein halbes Jahr warten. Es geht hier um Menschen in akuten Notsituationen, die ohnehin schon angeschlagen und geschwächt sind. Und denen wird zugemutet, erstmal weiter alleine klarzukommen, ohne dass ihnen jemand zuhört und hilft. Was ist das? Warten wir mal 6 Monate oder besser 9 Monate und dann behandeln wir die Depression. Mal gucken, was bis dahin ist. Also zumindest, wenn wir 9 Monate warten, können wir sagen, Schwangerschaftsdepression schließen wir dann schon mal aus. Man schickt da auch jemanden mit einem gebrochenen Bein nicht los und sagt, ja, dann humpeln Sie mal von Krankenhaus zu Krankenhaus. Gucken Sie mal, ob Sie in den nächsten Monaten irgendwo Hilfe finden. Klar, so mancher medizinische Notfall erledigt sich von alleine. Wenn ein Blinddarm platzt, dann kann man davon ausgehen, dass das in einem halben Jahr kein Notfall mehr ist. Wie schnell man an einen Therapeuten kommt, hängt auch davon ab, wo man lebt. In Berlin gibt es die meisten Psychotherapeutinnen pro Einwohner, in Thüringen die wenigsten. Auf dem Land ist es generell eher schwieriger als in den größeren Städten. In Hamburg geht man mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung zur Therapie. In Bayern wird man Ministerpräsident. Ja, ich habe nicht gesagt, ob ich den Amtierenden meine. Ja, nicht aufregen. Gibt es denn generell zu wenige Therapeutinnen? Psychotherapeutische Praxen sind enorm gefragt und können einfach den Bedarf aktuell nicht mehr decken. Und das liegt nicht daran, dass es zu wenig Psychotherapeuten gibt. Es liegt daran, dass es zu wenig Kassensitze gibt. Also das heißt, Krankenversicherungen limitieren einfach die Anzahl an Kassensitzen, über die Psychotherapeuten eben mit den gesetzlichen Krankenversicherungen abrechnen können. Ach, die Krankenversicherungen limitieren die Plätze von Therapeuten, die mit ihnen abrechnen, damit nicht so viel abgerechnet wird. Klar, wenn ein Problem immer größer wird, begrenzt man am besten die Zahl der Hilfen. Kennt man ja, so wie die Feuerwehr sagt, der Brand wird größer, besser, wir nehmen einen Schlauch weniger zum Löschen. Jetzt ist es ja so, wenn die Wartezeit auf einen Platz bei einer Therapeutin mit Kassenzulassung zu lange dauert, dann kann man sich, ja, so will es das Gesetz, einen Therapeuten ohne Kassenzulassung suchen und man streckt dann selbst die Kosten vor und die Kassen müssen dann diese Kosten erstatten. Aber jetzt raten Sie mal, wie viel Lust die Kassen haben, das zu tun. Es wird verzögert, es wird auch oft erstmal abgelehnt oder die Kassen versuchen auf die sanfte Tour die Leute von einer Therapie abzuhalten nach dem Motto, hilft nicht manchmal einfach auch ein guter Rat oder ein aufmunterndes Wort, ein schöner Spruch? Ich denke nein. Sie leiden an psychischen Problemen? Keine Sorge, wir Krankenkassen empfehlen Ihnen eine professionelle Psychotherapie bei top ausgebildeten Therapeuten. Lieber nicht wahrzunehmen. Das erspart Ihnen monatelanges Warten auf einen Therapieplatz und den Ärger mit der Kostenerstattung. Aber keine Angst, Ihre Krankenkasse lässt Sie nicht im Stich. Unsere 5 Schritte zur Seelenmitte helfen Ihnen, sich selbst zu helfen. Schritt 1, gehen Sie doch mal joggen. Frischluft wirkt Wunder, aber vergessen Sie nicht unseren Ratgeber Knochenbrüche selber heilen. Schritt 2, warum mit Psychologen reden, die Sie nicht kennen? Reden Sie lieber mit Ihrem Hund oder Ihrer Katze. Das ist auch günstiger, also für uns. Und wenn Sie nicht so auf Tiere stehen, probieren Sie es mit Ihrem Spiegelbild. Übrigens, einen Spiegel gibt's schon ab 10 Euro im Baumarkt. Schritt 3, gucken Sie jeden Morgen in Ihren neuen Spiegel und sagen Sie sich Sätze wie, stell dich nicht so an. Nach Regen kommt die Sonne. Und den Kindern in Afrika geht's noch viel schlechter. Na, geht's Ihnen schon besser? Gut, dann weiter zu Schritt 4. Gehen Sie weiter arbeiten. Denn dann haben Sie gar keine Zeit, krank zu sein. Und haben Sie mal daran gedacht, wer überhaupt Ihr Krankengeld zahlen soll, wenn Sie krankgeschrieben sind? Eine sehr gute Frage, die nur ein Genie wie ich beantworten kann. Es sind die Krankenkassen. Naja, das mag sein, aber wenn wir Krankenkassen so viel Krankengeld zahlen müssen, können wir uns gar nicht mehr die schicken umsonst Kugelschreiber leisten. Also befolgen Sie sich und uns zuliebe am besten Schritt 5. Hören Sie einfach auf, psychische Probleme zu haben und konzentrieren Sie sich auf wichtige Dinge wie Haarausfall oder faltige Haut. Die kann man wenigstens sehen und anfassen. Noch Fragen? Nein? Na dann ist ja gut. Mehr als 5 Schritte zur Seelenmitte haben wir nämlich nicht. Ihre Krankenkassen. Danke, Tobias Döll. Ja, viel billiger als Therapieplätze sind immer noch
Allgemeinplätze. Im Mai dieses Jahres hatte unser Gesundheitsminister Jens Spahn übrigens eine gute Idee. Er hat einen Gesetzentwurf eingebracht, nach dem ein Raster für psychotherapeutische Behandlungen vorgegeben werden sollte. Die Rastertherapie, so hat sich das Spahn vorgestellt. Also für jede Erkrankung sollte vor Therapiebeginn festgelegt werden, wie viele Stunden man dann für die Therapie braucht. Und danach ist automatisch Schluss. Dagegen gab es lautstarke Proteste. Eine Petition hat in kürzester Zeit 200.000 Stimmen gesammelt. Der Gesetzentwurf wurde zurückgezogen. Ich hätte ja auch eine Rasterempfehlung für Jens Spahn als Gesundheitsminister. Maximal 20 Wochen Amtszeit. Bis dahin sollten alle Probleme gelöst sein. Das war Extra 3. Jetzt kommt Inas Nacht. Bis nächste Woche. Eine Zuschauerin klickte hier, um mehr von Extra 3 zu sehen. Das Ergebnis verschlug ihr den Atem. Ein Zuschauer hat den Extra 3-Kanal abonniert. Bei Sendung 4 musste er weinen. Eine Zuschauerin aktivierte die Glocke, um nichts mehr von Extra 3 zu verpassen. Was dann geschah, veränderte ihr Leben.